Oh mein Gott, ich habe alles falsch. Ich habe alles falsch, aber ich kann es eigentlich. Und jetzt habe ich doch schon eine ganze Menge, die ich eventuell noch lernen sollte, die ich noch lernen kann. Volkssouveränität, die Macht geht vom Volk aus. Wir haben außerdem auch, ja, was haben wir noch, ne? Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Ich schreibe heute meine allererste Klausur in der Oberstufe, also in der Qualifikationsphase. Und zwar schreibe ich heute Mathe. Und ich muss sagen, trotz dem Fakt, dass ich letztes Jahr so oder mit Mathe gestruggelt habe, fühle ich mich heute richtig gut vorbereitet. Momentan stehe ich auch auf 15 Punkten in Mathe, also auf einer 1+, was natürlich echt richtig krass ist. Also letztes Jahr war ich gar nicht mal so schlecht. Ich war immer so zwischen 2 und fast 3, aber das war eigentlich auch noch okay. Okay. Und ich habe mich heute irgendwie gar nicht so schön fertig gemacht oder irgendwas, weil ich mich wirklich nur auf Mathe konzentrieren möchte. Deswegen, excuse me. Und zwar möchte ich euch jetzt auf jeden Fall in diesem Vlog während meiner ganzen Klausurphase mitnehmen. Also ich schreibe ja heute Mathe, dann nächsten Montag schreibe ich meine Politikklausur. Das habe ich als Leistungskurs. Dann schreibe ich an dem Freitag Englisch, dann darauf die Woche Deutsch und dann am Dienstag Bio. Also ich habe noch 5 Klausuren und ich habe euch jetzt bei Mathe nicht beim Lernen mitgenommen, ich möchte euch generell noch beim Lernen mitnehmen. Ich bin sehr gespannt. Also momentan mein Gefühl ist so, entweder wird es richtig schlecht oder richtig gut. Ich hoffe, es wird richtig gut. Aber an sich habe ich halt alles verstanden. Deswegen kann es gar nicht so schlecht werden. Ja, ich bin auf jeden Fall aufgeregt und wir sehen uns dann später wieder. Ich muss auch schon gleich los. In 10 Minuten muss ich auch schon los. Ah. Ich bin jetzt in der Schule und ich sehe gerade sehr kaputt aus. Ich bin jetzt in der Schule und die Klausur beginnt gleich. Hi Leute, ich laufe jetzt gerade von der Schule wieder nach Hause. Also ich laufe nicht den ganzen Weg nach Hause, ich war gleich abgeholt zum Glück, weil ich muss sonst irgendwie 8 Kilometer laufen. Das mache ich manchmal, aber nicht in der Regel. Auf jeden Fall, ich sehe nachher mehr über die Klausur. Im Endeffekt, ich fühle mich jetzt relieved, befreit ein bisschen. Und ich hatte erst so einen krassen Schock, aber ich hätte das vielleicht noch mal, wenn ich zu Hause bin. Und jetzt bin ich eigentlich ganz so stolz. So Leute, jetzt mittlerweile schon der nächste Tag und ich dachte mir, dass ich heute mal ganz kurz von meiner Mathe-Klausur gestern erzähle. Und zwar hat sich wirklich das Blatt zum 180 Grad geändert. Als ich da war, war eigentlich erstmal alles okay. Natürlich war ich mega aufgeregt, aber dachte mir so, ja, ich kann alles, es wird alles gut. Irgendwie waren die anderen Menschen nicht so aufgeregt wie ich, keine Ahnung warum, ich war sehr aufgeregt. Dann fing das Ganze an, wir hatten 2 Teile, einen mit Taschenrechner, einen ohne. Zuerst den ohne Taschenrechner. Und da habe ich erstmal komplett fast eine Panikattacke bekommen oder einen Anfall bekommen, weil ich halt irgendwie davon erstmal 2 große Aufgaben nicht lösen konnte und ich habe da aber nichts rausbekommen, obwohl ich eigentlich diese Aufgabentypen kann. Ich weiß, was man da machen muss und ich habe es bisher jedes Mal geschafft, nur bei dieser Arbeit halt nicht. Ich hatte da irgendwie so -2 durch -3 als Ergebnis raus und ich dachte mir so, das kann halt nicht sein, das ist so unlogisch. Und dann habe ich noch eine andere Aufgabe gar nicht lösen können erstmal, hatte dann schon mega Panik, weil ich mir so dachte, okay, ich muss diesen Teil gleich abgeben und ich habe da nichts raus. Dann habe ich den Teil abgegeben, obwohl ich eine Aufgabe davon zwar gelöst habe, aber auf jeden Fall die falsch gelöst habe, das weiß ich auch, aber das war von diesen 6 Aufgaben habe ich halt eine nicht und das ist auch okay. Und dann beim zweiten Teil hatte ich auch wieder mega Panik, weil eine Aufgabe da war mit Kurvendiskussion und da mussten wir jetzt so die Extrempunkte ausrechnen. Und dann gab es bei dieser Funktion, da hatte ich irgendwie keinen Hochpunkt raus. Es gab keinen Hochpunkt. Ich hatte 2 Tiefpunkte, aber keinen Hochpunkt. Da dachte ich mir auch so, das kann nicht sein. Das ist unlogisch. Das kann nicht sein. Und hatte dann halt auch schon wieder richtig Angst, weil ich mir dachte so, oh mein Gott, ich habe alles falsch. Ich habe alles falsch, aber ich kann es eigentlich. Und dann habe ich die anderen Aufgaben erstmal gelöst und so. Und die habe ich auch auf jeden Fall richtig, weil da solche Aufgaben kamen, also solche Fragen rankamen, wie zum Beispiel Beweise, dass die Geschwindigkeit in diesem Intervall 55 ist oder irgendwie sowas. Und da habe ich auch das richtige Ergebnis raus. Das heißt, es stimmt auf jeden Fall. Und ich hatte aber trotzdem noch Angst, weil das halt mit den Hochpunkten alles so gar nicht gepasst hat. Und ich hatte da auch irgendwie als Wendepunkt dann bei x minus die Wurzel aus 3, also auch mega komisch. Und dann habe ich aber in meinem Taschenrechner bei dem Graphen die Funktion eingegeben und habe gesehen, dass diese Funktion einfach keinen Hochpunkt hat. Und dann war ich doch ganz beruhigt. Dann habe ich das Ganze abgegeben, war fertig nach 90 Minuten. Ich war auch 10 Minuten schon früher fertig und habe dann danach mit meinen Freunden das so ein bisschen kontrolliert und verglichen, was wir da hatten. Also halt, als wir das Blatt abgegeben haben. Aber wir konnten uns ja ungefähr noch daran erinnern, was wir da hingeschrieben haben. Und irgendwie hatten alle so komische Ergebnisse raus. Deswegen, es ist anscheinend richtig. Und ich bin jetzt ganz froh, weil ich glaube, also ich habe zwar diese eine Aufgabe auf jeden Fall nicht in dem ersten Teil,
Aber sonst habe ich alles und es scheint auch alles richtig zu sein. Also ich denke mal, dass ich jetzt vielleicht schon so ein paar Flüchtigkeitsfehler drin habe. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so schlecht. Also ich denke, es wird so 2 plus, 1 minus schon. Also so 13, 12 Punkte könnte ich mir schon vorstellen. Ich werde auf jeden Fall updaten, wenn ich die Noten bekomme und so. Deswegen macht euch da keine Sorgen, ihr werdet davon erfahren. Und ja, heute muss ich für meine Politikklausur lernen, die ich am Montag habe, also übermorgen habe. So lieb ist halt, dass ich gefühlt gar nicht weiß, was ich da lernen soll irgendwie. Aber wir werden es schon herausfinden. Wir haben heute Sonntag, der 7. November und ich bin gerade beim übelsten Gammel-Look. Heute ist wirklich ein Lerntag. Ich habe gerade angefangen mit Politik und so. Alles super bisher und ich habe halt irgendwie Angst, weil ich muss sagen, dass irgendwie meine Politikklausur halt irgendwie in meinen Augen nicht so einfach ist. Also natürlich haben wir so ein paar, wie sagt man halt, Themen bekommen, die wir lernen sollen, die wir jetzt auch gemacht haben, zudem war halt irgendwie, dass unsere Politiklehrerin halt schwanger geworden ist, deswegen haben wir dann einen neuen Lehrer bekommen und den haben wir aber jetzt nicht so lange und deswegen haben wir auch nicht so viel im Unterricht gemacht und das Problem war halt jetzt, meine Haare. Also wir haben halt das Thema repräsentative versus direkte Demokratie und da habe ich halt einfach jetzt Vorteile, Nachteile von beiden gelernt, rausgesucht. Dann habe ich noch was zur Gewaltenteilung und Verfassungsorganen gemacht und so. Aber irgendwie ist es zu einfach. Also ich weiß auch nicht, was er da jetzt für 3 Aufgaben rannimmt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist zu einfach, weil ich wäre jetzt fertig mit dem Lernen, aber ich habe heute einfach erst 1 Stunde gelernt und das ist halt irgendwie voll wenig. Weiß ich jetzt nicht, was ich tun soll. Ich bin so uncomfortable. Ich bin so insecure gerade. Ja, also ich weiß, es wirkt immer so, als wäre ich ein super organisierter Mensch. Aber manchmal sieht es dann einfach so hier aus vom Schreibtisch. Also dieser Vlog wird einfach so ein Reality-Vlog. Also gut, ich meinte halt noch so vor ein paar Stunden, ja, wir haben so wenig, was wir für die Klausur lernen müssen und so. Jetzt habe ich mir gerade einfach mal so einen Zettel auf den Zettel aufgeschrieben, was ich denke, was alles rankommen könnte, was wir so gemacht haben. Und jetzt habe ich doch schon eine ganze Menge, die ich eventuell noch lernen sollte, die ich noch lernen kann. Ja, aber ich meine, das wird jetzt, glaube ich, nicht so schwer. Also die ganzen Sachen verstehe ich halt auch. Sie ergeben Sinn für mich und deswegen glaube ich, dass es nicht schwer ist. Aber naja, mal gucken. Ich bin gerade so froh, dass ich wirklich nochmal lerne, weil mir jetzt noch einige Sachen auffallen, die ich doch noch nicht sozusagen behandelt habe. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt nochmal alles wirklich aufgeschrieben habe. Ich habe oft das Gefühl, dass einfach das Einzige, was uns fehlt, wirklich die Klarheit ist über Dinge. Bei mir war es halt einfach die Klarheit über die Themen, die rankommen. So, kleines Update. Mittlerweile ist es schon 21.30 Uhr und ich habe jetzt wirklich heute noch insgesamt so 3 bis 4 Stunden gelernt für die Klausur. Also doch noch eine ganze Menge, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich nicht so viel dafür lernen werde. Hi Leute und guten Morgen. Heute am Montag. Es ist mittlerweile 10.30 Uhr und muss ungefähr in 1 Stunde losfahren zu meiner Politikklausur. Und ja, ich muss sagen, ich fühle mich so, naja, vorbereitet. Also einerseits denke ich mir jetzt so, ich weiß alles. Ich habe halt so viel noch gemacht heute und gestern. Andererseits denke ich mir irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich genau meine Meinung da so begründen kann. Deswegen werde ich gleich nochmal sozusagen mit mir selbst reden und versuche mir nochmal die Konzepte zu erklären und mich selbst davon zu überzeugen, welches Konzept dann doch irgendwie am sinnvollsten wäre. Momentan meine Aufregung ist nicht so hoch. Ich habe auch nicht so viel Druck, wie ich bei Mathe hatte. Und nicht so viel Angst, sage ich mal, wie ich bei Mathe hatte. Also es ist so semi bei mir. Es könnte richtig gut werden oder richtig schlecht werden. Ich weiß es noch nicht. Es ist mittlerweile so 30 Minuten vor dem Examen. Examen vor der Klausur. Ich habe irgendwie richtig Bauchschmerzen vor Aufregung. Ich weiß auch nicht. Unsere Gewalten werden geteilt in Legislative, Exekutive und Judikative, sodass keine Gewalt mehr Macht hat oder zu viel Macht hat, die sie dann ausnutzen kann und missbrauchen kann. Leute, herzlich willkommen an diesem neuen Tag, an diesem hochmotivierten Tag, in dem ich meine Englischklausur schreibe. Ich weiß, ich habe euch aus Versehen vergessen, über Politik zu erzählen. Das mache ich wahrscheinlich auch erst nachher, wenn ich wiederkomme, weil ich gerade ein bisschen wieder unter Stress bin. Wirklich, dieser Vlog ist so ein Realitätscheck, weil man immer denkt, ich habe mein Leben komplett unter Kontrolle und so. Was ich auch eigentlich größtenteils habe, aber teilweise vergesse ich auch einfach mal zu vloggen, wie ihr sehen könnt.
Obwohl ich es eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, weil die PB-Klausur einmal schon 5 Tage her ist und ich es bis dann aber nicht geschafft habe, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und außerdem habe ich ehrlich gesagt nicht so viel für Englisch gelernt. Mein iPad liegt da. Ich habe gerade so ein bisschen mir nochmal das Buch durchgelesen. Also einige Szenen, die wir eventuell analysieren müssen für unser Englisch-Examen. Ich bin gerade so hart. Dieser Vlog ist so chaotisch einfach. Ja, also wie ich mich fühle, naja. Ich muss sagen, ich habe ein wenig Angst vor so der Language-Analyse. Ja, weil wir es irgendwie nie geübt haben so wirklich und ich habe mich da nicht so krass drauf vorbereitet, aber naja, es wird schon okay. Und vor allem muss ich auch sagen, dass ich bei Englisch generell nicht so Sorgen habe, weil Englisch auch mein Lieblingsfach ist und ich an sich Englisch sprechen kann, generell Texte schreiben kann, mir eigentlich am besten liegt von allen Dingen auf der Welt, nicht Spaß, aber halt von Englisch. Eine Summary oder Outline schreiben, dann Analyse und dann Argumentative Essay, also Erörterung. Und das sind eigentlich easy Sachen, denke ich jetzt mal. Das Update, ich bin jetzt zu Hause. Nach der Klausur, ich sehe eigentlich aus wie vorher, oder? Man denkt, vielleicht ich hätte es sogar zu rechten Zeitpunkt aufgenommen. Aber nein, mittlerweile sind einige Stunden vergangen. Und jetzt Update zu der Englischklausur. Sie war eigentlich gut. Also ich habe nichts zu bemängeln. Die Texte waren relativ einfach zu schreiben, denke ich jetzt mal. Ich habe ein gutes Gefühl. Es könnte alles zwischen 13 und 15 Punkten sein, denke ich jetzt mal. Aber im Endeffekt bin ich relativ zufrieden. Ich habe alles gemacht, was ich konnte. Habe nichts zu bemängeln. Ja, das ist vielleicht eine komische Review, aber ja, ist gut. Ist sehr gut, ja. Heute ist Montag und ich schreibe heute meine deutsche Klausur. Ich muss sagen, ich bin nicht so gut vorbereitet, weil unsere Lehrerin auch zum Beispiel letzte Woche und vorletzte Woche gar nicht da war und wir deswegen nicht so viel Unterricht gemacht haben, sondern viel zu Hause halt uns arbeiten mussten. Aber an sich müssen wir einfach nur einen Kommentar schreiben zum Thema so Sprache und ich glaube, es geht eigentlich. Also ich glaube, das ist nicht so schwer. Also ich weiß nicht, es könnte halt einfach so gut werden und es könnte auch so schlecht werden. Ich meine, ich sage es bei jeder Arbeit, aber es ist halt einfach gerade so. Ich kann es nicht einschätzen. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es ein einfaches Thema wird, eine einfache Aufgabe wird. Ich weiß, ich bin nicht so aufgeregt wie zum Beispiel bei Mathe, aber ich habe jetzt irgendwie, ja, auch nicht so eine gute Vorbereitung. Mal sehen. Hi Leute, ich freue mich, denn heute ist meine letzte Klausur. Heute ist meine Bio-Klausur und wenn ich die geschrieben habe, damit bin ich fertig mit der ersten Klausurphase. Ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet, obwohl ich eigentlich in Bio jetzt nicht, also obwohl Bio jetzt nicht meine Stärke ist, aber eigentlich fühle ich mich gut vorbereitet. Ja, wir werden es sehen. So Leute, es ist mittlerweile Mittwochmorgen und meine Klausurenphase ist jetzt endlich zu Ende. Ich habe alles geschafft, alles ist gut. Ich bin sehr froh, deswegen ist es halt gerade, wie gesagt, erst morgens, also irgendwie erst 7 Uhr, ich muss gleich in die Schule gehen. Aber ich dachte mir, ich filme noch kurz das Outro für dieses Video hier. Also was geht eigentlich wieder bei mir ab? Dieses Video war wirklich so... Naja, auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich mir, glaube ich, für die nächste Klausurenphase merken werde, dass ich mich wirklich auf die wichtigen Dinge konzentriere, die wir lernen müssen, weil ich nämlich jetzt auch schon wirklich 5 Wochen vorher angefangen habe zu lernen für die Klausuren und dann kam halt doch was ganz anderes rein, als ich vorher dachte. Deswegen ist es, glaube ich, okay, wenn man vielleicht doch erst eine Woche vor der Klausur anfängt, aber dann eben wirklich die Themen lernt, die noch rankommen, wenn man sich auf die Klausur vorbereiten möchte. Natürlich ist es auch so sinnvoll, die ganzen Themen nochmal durchzugehen und zu lernen, die man auch davor gemacht hat, aber falls man sich wirklich nur auf die Klausur konzentrieren möchte, dann auch genau diese Themen lernen. Das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Ansonsten, weiterer Tipp für mich, immer entspannt bleiben. Es hilft nichts, wenn man Panik kriegt und vor allem auch irgendwie ist es jetzt gut zu wissen, dass auch wenn ich bei einer Klausur nicht so gut vorbereitet war, beziehungsweise dachte, ich wäre gut vorbereitet, hat es irgendwie trotzdem geklappt. Also ich glaube, man soll sich da wirklich nicht so viele Sorgen machen. Und ja, also danke fürs Zugucken. Ich hoffe, dass dieser Vlog vielleicht nicht ganz zu chaotisch für euch war und euch doch ein bisschen gefallen hat, vielleicht sogar geholfen hat in irgendeiner Art und Weise. Ich werde euch meine Noten, sobald sie da sind, in die Kommentare schreiben. Und wenn jetzt die anderen Noten kommen, werde ich die dann da hinzufügen, damit ihr auch meine Resultate von der ganzen Arbeit seht. Und ja, also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Abonniert gerne meinen Kanal und dann bis bald. Tschüss!